Hallo, kleiner Reality-Check. Fühle mich gar nicht gut. Mir laufen schon wieder Tränen runter. Und ja, ich habe 2 Stunden geschlafen, dann bin ich wach geworden. Und war so plötzlich, bam, ich muss los, ich muss zum Arzt, ich muss das machen, ich muss das machen. Bin ich hoch, habe wieder Sachen gestartet, habe bisschen was gecheckt und das ist so, nein, du gehst jetzt wieder ins Bett und schläfst noch 1 Stunde. Dann hast du noch eine halbe Stunde, um loszukommen. Dann habe ich wirklich geschlafen. Bis 8:30. Um 9 Uhr hatte ich einen Termin. Das war sehr gut. Und ja, habe jetzt nochmal Tollwut und Typhus gekriegt. Also Tollwut, mehr präsent, Tollwut, mehr präsent, Typhus. Typhus hat sofort, hat den Arm irgendwie, ihr habt den sofort gemerkt. War irgendwie gar nicht so nice. Und da habe ich auch gerade beim Frühstück gemerkt, ich kann meinen Arm überhaupt nicht hochheben mehr so richtig. Also es tut schon weh. Also es ist gerade mal ein paar Stunden her. Ich habe wieder Vollkopfschmerzen gekriegt. Ja, und literally ja auch Husten, wie man merkt. Ja, mein ganzer Körper ist ein completely Disaster. Und ich bin mental einfach komplett hin und her gerissen. Es ist total krass. Sind zwei verschiedene Welten. Also bei mir sind immer 1000 verschiedene Welten, die aufeinander prasseln. Aber jetzt halt gerade sind es zwei krasse Welten. Gestern Abend habe ich noch mit Freunden weinend im Arm gehangen und will nicht. Also will schon gehen, aber will nicht gehen. Also ihr wisst, was ich meine. So, also das ist halt voll verrückt. Das ganze Ding. Und dann kriege ich heute eine Nachricht, so 10 Minuten Sprachnachricht von den anderen aus Malle, dass die gestern voll den krassen Sturm hatten und die Boote einfach zu Land getrieben wurden und die das gerade noch eben geschafft haben, mit Maschine volle Power an gegen diese 2 Meter Wellen anzukämpfen, um die Boote zu sichern, um sich zu sichern, hatten noch nicht mal Zeit, irgendwie Handy oder irgendwas mit aufs Boot zu nehmen und mussten da auswettern und ja, sind jetzt gerade am Plan für die Shows, trainieren jetzt zusammen und bauen jetzt die Shows erstmal zusammen, wie wir das dann halt erstmalig dann spielen auf PortAventura und dann ist das so, ja, ich möchte gern dabei sein, ich möchte mittrainieren, ich möchte mit Teil der Show sein und viel machen und auch Akrobatik mit euch machen und dann ist es so, ich wäre jetzt gern schon da, ich würde gern helfen, ich würde gern supporten, aber ich meine, so wie ich gerade drauf bin, könnte ich das gar nicht, ich könnte es nicht leisten. Ich könnte mit dem Arm, könnte ich nicht zum Boot schwimmen, ich könnte nicht krasse Manöver machen, ich könnte nicht Leute auf meinen Händen balancieren oder ich bin dafür einfach zu schwach, das muss ich auch einfach einsehen und gleichzeitig es ist ziemlich verhext und ich habe so Kopfschmerzen. Und ich habe mir gesagt, ich möchte heute fertig werden mit meinem To-Do hier. Mein Papa möchte morgen Sule zur Werkstatt bringen, zum Checken, bevor sie zum TÜV geht. Aber ich möchte mich von Sule verabschieden. Ich möchte da nochmal durchgehen, nochmal gucken, ob ich da noch was ausräumen muss oder so. Den Kühlschrank sauber machen, da ist noch Öl ausgelaufen, also Speiseöl. Was ich noch wegmachen möchte, was ich ordentlich hinterlassen möchte. Mein Zimmer oben wird, auf dem Dachboden wird noch ein bisschen was Zuwachs kriegen von den Sachen, die jetzt halt quasi hier sind. Bin hier gerade im Schlafzimmer. As you can see, ich liege hier im Bett. Hier mit Delphinia aus der GOP-Zeit vom letzten Winter. Und ja, also Sachen, es ist krass. Ich möchte so vielen Menschen so viel sagen und möchte mich gleichzeitig verkrümeln. Und ich glaube, das ist eine krasse Überbelastung gerade für die Psyche, für den Körper, für alles. Krasse Überlastung. Ja, ich hoffe, ich kann irgendwie abschalten bald und ja. Ja.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hey, wir haben unseren ersten, das können wir feiern. Wir haben unseren ersten Euro bekommen. Ihi, mit dem Link, den ich gestern erstellt habe, für die PayPal Sammelspenden-Finanzierungsgeschichte. Voll cool. Der erste Euro ist gemacht. Können bestimmt hoffentlich noch ein paar mehr. Also wenn du das Projekt uns unterstützen möchtest, dann check mal den Link aus und hau das einfach rein, was du nicht brauchst. Wir freuen uns drüber. Ja, die Brote brauchen Liebe. Und ja, nur mal kurz so. Random Facts. Random Talk. Mehr kann ich auch nicht reden, es tut wieder weh. Es ist nicht nur Zuckerschlecken. Es ist nicht nur Zuckerschlecken. Es ist mal geil und dann geht es wieder runter und dann geht es wieder hoch und es ist wie die Welle. Mit jeder Welle kam ein Traum. Noch Träume gehen vorüber. Und so weiter. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich bin so gespannt. Und ich möchte endlich mehr wissen. Mehr erfahren. Ich bin neugierig. Und gleichzeitig brauche ich einfach Zeit. Es fühlt sich gerade eigentlich erst an, dass ich einfach mal nach Hause komme, endlich wieder Freunde und Familie sehe und einfach mal nacharbeiten kann. Videos, Fotos, alles abspeichern kann, die Projekte nacharbeiten kann, auch mal zur Ruhe kommen. Und dabei packe ich schon, für 3 Jahre wegzufahren. Und das ist so, naja, ich fahre für 3 Jahre weg. Das fühlt sich nicht so an. Das fühlt sich nicht so an. Ich kann das nicht greifen, das greife ich. Lukas hat mir gestern ein Video gezeigt von so einem kleinen Chicken, was mitten auf dem Boot sitzt und plötzlich Panik kriegt, weil es überall nur Wasser sieht. Das werde ich sein. Irgendwann mitten auf dem Atlantik werde ich komplett ausrasten, weil ich nicht weiß, was da gerade passiert. Aber dafür habe ich ganz viele Briefe und den möchte ich jetzt auch gleich aufmachen hier. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Den darf ich auch schon aufmachen, weil da drin ist noch ein Brief. Dankeschön. Ich bin ganz gespannt. Das ist schon ein kleines Engelchen, das ich sehe. Und möchte ich jetzt in Ruhe aufmachen, mir die Zeit dafür nehmen und den Brief darunter natürlich zu den anderen Briefen stecken. Ich habe nämlich ein paar Briefe schon bekommen für die Momente, wenn es mir gar nicht gut geht, wenn ich ganz doll Heimweh habe, wenn ich ganz doll vermisse. Und dann kann ich die aufmachen und lesen oder angucken und dann kann ich noch mehr weinen und dann kann es mir besser gehen. Genau. Und ja. Wir haben auch bald immer wieder so Adressen, wo man was hinschicken kann. Also bis zu einem gewissen Punkt, bevor wir da sind, kann man an diese Adressen was hinschicken, damit man uns irgendwie auch postalisch erreichen kann. Das werde ich dann wahrscheinlich auch mal irgendwann teilen, wo man was hinschicken kann. Falls ihr da überhaupt eine Adresse habt, keine Ahnung. Ja, gut. Peace. Das war das kleine Lebensupdate hier. Aua, das tat weh. Ich habe den Arm gehoben. Ja, ich bin am Leiden. Ein ganz kleines, großes Mimimi. Miriam. Ja, Miriam kommt auch morgen noch mit vorbei. Gut, okay, haut rein. Gute Nacht. Nicht gute Nacht, schönen Tag. Guten Abend.